kriegen wir jetzt hier auch noch mal eine Industrie angesiedelt, die dazugehört. Holz. Das ist jetzt nicht der Idealfall. Habe ich überhaupt schon irgendwo Holz? Nein, zurzeit gerade nicht. Ich habe alles da, nur kein Holz. Ausgerechnet, da baust du mit Holz. Wie wär's? Stein ist auch Quark. Stein habe ich nicht hier. Von mir aus Geflügel. Ist aber eigentlich auch schlecht. Och, das machen die doch alle mit Absicht. Da, Getreide, Holz von mir aus. Ja, Getränke. Nutzviehabteilung. Chemikalien, Nutzvieh. Ich weiß nicht, warum der hier Nutzvieh macht. Ich baue hier Getreide hin, kommt Nutzvieh. Metallerz ist alles so eine Sache, wo ich sage, ja, in Ordnung, okay, von mir aus. Das Nutzvieh haben wir hier gerade nicht in der Nähe, es tut mir leid. Auch Holz ist gerade ganz schlecht. Wir könnten Holz machen. Was sagt denn hier meine Ressourcenabteilung? Hier ist nichts mehr. Gut, also wir könnten theoretisch hier Holz machen. Das wäre nicht die schlechteste Idee. Würde sich theoretisch momentan da ganz gut rentieren. Frage ist, wie viel wollen wir davon jetzt nehmen? Wie viele sind uns das wert, das Teil hier aufzubauen? Ja, wenn wir jetzt direkt die 6 hier nehmen, kostet uns das ein bisschen was. Aber dann kann ich davon ausgehen, wenn ich das jetzt hier aufbaue, dafür begradige ich das. Das könnt ihr wissen. Hier kommt jetzt. Das ist mir hier sehr wichtig, dass das jetzt hier ordentlich ist. Hey, Buddy, those sure are nice shoes. Thanks, they're Woffords. Oh, that's some fine stitching. Take them off, let me see. Well, all right. Beautiful leather. Soft and strong. They fit like a glove. And they look great on you. Thanks, buddy. So, das hätten wir. Konzentration. Ich hätte ihn jetzt gerne da irgendwie, obwohl es bei dem eigentlich egal ist. Bei dem wäre es ungefähr mittig bei dem. Alles klar. Wir müssen mit einberechnen, dass hier noch die Dings mit drin fährt. Dann nehmen wir doch den genau von hier. Das müssen wir nur noch richtig abschätzen. Ich glaube, zu meinen, dass das hier hinkommt. Das Teil ist ein bisschen größer. Und das würde ich sagen, das würde ich so unterschreiben. Wenn wir es übertreiben wollen, sage ich, okay, 2 mm mehr, aber... Das ist wirklich absolut minimal. Hätten wir so lassen können, war ich aber nicht. Gut, halt, bevor wir es vergessen, ganz wichtig, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Kiefern wachsen meiner Meinung nach am schnellsten. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Das kostet jetzt ein bisschen Geld. Aber ich will Holz haben und ich kriege mein Holz. Andere würden da das anbauen, wo es Holz gibt. Und ich mache mir persönlich meine eigene Holzfarm. Und zwar so dicht wie möglich. Ich pflaster das hier alles zu. Wenn ich richtig krank bin, nehme ich noch die Steine raus, damit das hier noch mehr wird. Mit viel Liebe Bäume pflanzen. Vor allen Dingen hier in der Mitte. Ich könnte einfach so stehen bleiben und warten, bis er aufhört. Zu flippern, aber ich liebe es zu malen. So, hier außen auch noch ein bisschen was. Auch wenn wir es nicht brauchen. So, so ziemlich würde ich sagen, haben wir das Ganze jetzt hier mit Bäumen zugespammt. Kann sein, dass das nicht die beste Taktik ist, aber ich finde sie toll. So, und wehe, du bist jetzt nicht gerade. Dankeschön. Jetzt reißen wir eben die beiden Dinger noch ab. Das ist die einzige Ecke, wo keine Bäume stehen. Hätte man auch noch machen können. Ja. Aber ich würde sagen, sobald der Wald hier halbwegs ausgewachsen ist, haben wir genug Holz.
für die Ewigkeit. Zack. Schön hier wieder auf die Kante legen, wenn er heute noch mitmacht, aber irgendwie will er nicht. Kriege ich den jetzt? Ist der jetzt ernsthaft wegen ihm hier so sauer? Ja, wahrscheinlich. Warum snappst du nicht so, da? 90 Grad. Ist doch gut jetzt, perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht von dir. Schön bis hier oben hoch. Bam, bis zum Anschlag. Super. So habe ich es gern. Kannst du jetzt nochmal hier. Und dann sind wir mit durch. Grad, danke. Bis zur Kante hoch. $1,000, $1,036. Ich glaube, wenn die außen ausgewachsen sind, machen die noch mehr. Ich glaube, irgendwie bei meinem anderen auch über 1000 noch was gehabt. Also, ich glaube, so viel mehr. Ich glaube, ich bei dem einen 3000 oder so gelesen. 56. Ich hätte gerne eine gerade Zahl, aber ich bezweifle, dass ich das noch schaffe. 57. 59. 60. Ah. So schön. Über 1000 Holz. Und wir können wieder Häuser bauen. Große Häuser, so wie es aussieht. Also wenn er mich jetzt hier nicht wieder verarscht und sagt, ein Haus reicht. Wenn er mich nicht verarscht. Billighäuser oder die guten? Wollen wir mal die guten bauen? Immer wenn ich die guten baue, weiß ich, dass das nichts wird. Rein theoretisch müssten die guten dastehen. Komm, wir tauschen das. Die billigen kommen jetzt hier hin. Bitte schön, jeder sein eigenes Quadrat. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Jeder sein eigenes Quadrat, bitte. Danke. Komisch, dass er jetzt nichts mehr braucht. Na gut, wir sitzen nur ein Viertel, okay? Einen großen bauen wir hin. Einen. Weil da viel Platz ist und weil da ein Park in der Nähe steht und den Leuten es da sowieso gut geht. Kommt da ein Hochhaus hin. Eins. Dann ist aber auch gut. Dann nehmen wir natürlich die hier wieder weg. Da kommt die mittlere Abteilung hin. Genauso wie hier, die auch aufgerüstet werden. Und die hier auch. Die Jungs haben natürlich Vorrang, weil die hier noch Geschäfte drunter kriegen. Zack. Instant macht ihr natürlich alles voll und zwar genauso, wie es nicht aussehen sollte. Genau, wunderbar. Es schneit, wir haben nicht mehr genügend Strom. So eine Unverschämtheit. So was mal vorkommt. Nicht rum. Problem gelöst. Wie sieht's mit Wasser aus? Oh, Wasser haben wir ja auch gar nicht. Ja, das Problem, das können wir auch beheben. Bauen wir einfach zwei neue. Wir können die natürlich auch noch verbessern. Kann jetzt auch sein, dass es am Strom gelegen hat. Alles kein Problem. Wir sind wieder im Grünen. Ein kleines Kohlekraftwerk haben wir hier auch noch. So, damit sollte das Problem erstmal geklärt sein. Strom. Ja, wir exportieren relativ viel. Willst du mir jetzt... Ah ja. Wir sollten jetzt darüber nachdenken, das Teil hier zu bauen. Entspann dich, mein Guter, ich bin dran. Stimmt, weil ich das hier nochmal nachkorrigiert habe. Funktionierte das nicht so gut. So.
Ah, wir kommen langsam hin. Gut, wir brauchen noch mehr große Häuser. Bitte sehr, ich kann hier noch eins bauen, kein Problem. Zack. Soll ich noch eins bauen? Oder hast du jetzt genug? Ja, ich sehe so aus, als wenn er mit einem zufrieden ist. Wie sieht es mit meinem Polizeikrankenhaus? Polizeiwache hat gar keine Probleme. Die Klinik ist ausgelastet. So kann man es nennen. Das ist hier diese Popmusikvilla. Wenn wir die irgendwie anders platzieren könnten, wäre die Welt in Ordnung, wenn ich jetzt wüsste, wie breit die ist. Ich glaube, die ist 6 breit. Ich glaube, die ist 6 breit. Gut, tut mir leid, mein Freund. Wir müssen langsam aber sicher hier jetzt Platz frei machen. Ob ich hier will oder nicht, spielt keine Rolle. Wir können dir hier hinten das ein bisschen noch geben, aber das oben, das brauche ich jetzt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier ein bisschen Tetris spielen. Zack. Du kommst jetzt dahin. Das kostet ja nichts, ne? Ja. Gott sei Dank. Bitte passt da jetzt rein. So, damit haben wir jetzt Platz und es sollte jetzt möglich sein, das Ding hier auszubauen. Zusätzlichen Platz für Patienten und Dings. Krankenwagen. Stellen wir jetzt um oder könnten wir sogar noch einen zweiten reinbauen? Nur einer reicht erstmal. Der hat sowieso nicht so die Priorität bei mir. Er allerdings schon. Er hat allerdings bei mir sehr hohe Prioritäten. Und da wird das hier langsam enge mit meiner Kohleabteilung. Weil das muss jetzt sein. Wir brauchen eine zweite Grundschule. Wenn wir die nicht haben, gehen wir hier in Sachen Bildung gnadenlos unter. Ist aber erstmal kein Problem. Wenn ich den jetzt noch gerade kriege, dann bin ich sehr glücklich. Zack. Warum machst du dir die Mühe? Weil ich's kann. Komm, es ist so viel schiefgelaufen, dann will ich mir wenigstens diesen einen Spaß hier gönnen. Ja, weil keine Sau das genauso machen würde wie ich. Weil ich offensichtlich einen total an der Pfanne habe. Aber hey. Ich lebe mit meinem Fetisch. Manchen Leuten ist das krank und bei mir ist es komisch. Ja, aber es läuft und auch wenn wir jetzt hier gerade ein bisschen was gebaut haben, sind wir immer noch gut im Plus. Alles ist schön. Überraschend, aber schön. Ich würde ja auch gerne eine Busstation bauen, aber da ich mich kenne, wenn ich das Ding jetzt aufbaue, ärgere ich mich tot darüber, was alles wieder schief läuft und flippe dann vollkommen aus, wenn ich hier wieder meine Dreiecke neu bauen muss. Allerdings wäre der Busverkehr gar nicht so schlecht. Er ist billig, er ist einfach und vor allen Dingen befördert er alle meine Leute von A nach B, egal wo ich hin will. Die Frage ist nur, stellen wir das zentral in die Mitte, dann müsste ich wieder was abziehen. Es ist ja nicht so das Problem. Vor allen Dingen, wenn ich das hier alles wieder begrenze. Wie weit können wir das jetzt hier angehen? Wollen wir den hier mit rübersetzen? Der macht Getränke. Es geht darum, dass er. Wenn ich den jetzt so setze. Wie viel brauchen wir? Ich glaube, zwei oder so, ne? Passt das schon? Na, wir brauchen noch mehr.
manche hätten das schon lange hier aufgegeben. Aufgeben ist keine Option für den Roland. Es wird gemeckert, es wird geweint, aber es wird nicht aufgegeben, unter gar keinen Umständen. So lange. Ernsthaft? Du stehst da ein bisschen mit in dem Dings drin? Dann willst du mich hier. Willst du mich doch noch ärgern. Ich würde gern bis da anstellen, wenn du jetzt auch nochmal kippst. Sieht nicht schön aus, aber wir haben zumindest jetzt erstmal eine Bus-Option. Oh Gott. Jetzt fängt das lustige Haltestellen-Dings wieder an. Momentan nur provisorisch, okay? Nur damit wir uns hier gleich mal richtig verstehen. Ja, die Leute können hier parken. So, nehmen wir die untere Straße oder nehmen wir die obere? Wir nehmen die obere. Das heißt, wir sitzen... Ja, auch das muss symmetrisch sein. Das ist krank. Oh ja. So, Kontrolle. Ja, sieht gut aus. Wie läuft's mit denen? Oh, die sind schon am Anschlag. Ja, ja. Gut, wir brauchen noch eine Bushaltestelle hier hinten irgendwo. Knallen wir die einfach mittig rein erstmal? Oder sagen wir, hier muss das irgendwo ein bisschen sinnig verteilt? Ich wäre dafür, dass wir das Ding einfach hier erstmal in die Mitte knallen. Und darauf hoffen. Hier unten ist es mir nicht so wichtig. Das kommt vielleicht noch weg. Gut, Route. Du fährst zu dem. Ich glaube, dass ich werde verzweifeln, wenn ich dem hier irgendwie versuche klarzumachen, dass er hier langfahren soll. So, von mir aus kannst du da langfahren. Das ist schon okay. Aber bitte halte ich hier an die Linie. So, und fahr da rum. Genau. Das wäre jetzt sehr schön, wenn du hier einfach langfährst. Danke. 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 Sehr gut. Ich weiß, es ist ein bisschen unbequem, aber ist okay. Dann wäre es... Ist egal, wie ich es mache, ne? Du fährst nicht da lang. Du fährst überall lang, nur nicht da, wo du langfahren solltest. Ja, das rächt sich jetzt mit der Parallelität. Das ist, das war vorausschaubar. Was ist, wenn ich das ein bisschen so angehe? Okay. Machen wir es so, wie du es willst. Okay. Ist auch egal. Fahr einfach hier lang. Ich werde das Gefühl nicht los. Der kriegt das nie gebacken. Nee, ich kann das hier nicht langfahren lassen. Ich weiß ganz genau, wenn ich den da langfahren lasse. Warum macht er das mit mir? Fahr hier lang. Wo ist die Straße? Da. Du sollst doch da nicht abbiegen. So, jetzt geht's hier hoch. Nicht abbiegen. Und dann einfach bis hier durch. Ja, bis hier. Nein. Nein, ja, dann bis hier. Okay. Und dann den ganzen Weg, verdammt. Wo haben wir angefangen? War das hier? Ach, scheiß drauf. Fahr einfach. Fahr. Route. 5 Bushaltestellen. 0 Busse. Ja, der fängt doch gerade erst an. Schönes Dunkelblau. So, dann leg mal los hier. Sollen wir mal was sehen? Können die in der Stadt ein bisschen hin und her fahren und es kommt jemand, der hier zur Arbeit fährt. Das ist doch alles das, was ich haben will. Warum?
warum? Hiermit kann ich ja noch leben. Nein, damit nicht. Danke. Schön gerade verteilt. Holz nutzt für Industrie. Holz kannst du jetzt machen. Holz ist da. Läuft. Schön in der Nähe. Wir müssen nur noch kurz rüber und dann. Am liebsten wäre, wenn die Holzindustrie hier vorne steht. Aber hey, wer bin ich, dass ich hier irgendjemand in Frage stelle? Ja, eigentlich wäre es jetzt hier wirklich strategisch am günstigsten. Ja, wenn er sagt, hier, okay, hier wäre Holz gut. Ja, Holz machen wir nicht. Warum auch? Leck mich doch. Könntest du den mal so bauen, wie ich das gerne haben möchte? Danke. So, jetzt spielen wir hier mein Lieblingsspiel. Na, was haben wir hier? Kohle, Industriesteine. Wir haben hier alles Mögliche, nur nicht das, was wir brauchen. Das ist Holz. Das Gemüse und Nutzvieh, damit können wir arbeiten. Das nehmen wir ihm erstmal schon mal weg. Du kannst auch normal aus normalem Nutzvieh was herstellen. Gut, kriegen wir hier noch irgendwas Sinnvolles? Ich meine, ich kann schneller laufen lassen, aber ich glaube nicht, dass... Halt. Metalle und Erze? Nein. Die können auch woanders stehen. Metalle und Erze? Nein. Nutzvieh, Textilien? Nein. Gemüse, da bin ich dabei. Holz ist in Ordnung. Steine von mir aus. Wir spielen das lustige Spiel mit dem Krokodil. Nein, wie wär's mit Holz? Nein. Komm schon. Holz wäre gut. Ja. Man muss immer ein bisschen klicken, aber wenn es dann funktioniert, dann ist toll. Metalle und Erze kann da hinten stehen, nicht hier. Warum ausgerechnet hier? Du ganz sicherlich nicht. Nein. Holzabteilung. Ja, das Problem, das ist mir bekannt. Ich arbeite dran. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Wir werden das Problem schon lösen. Ich knall euch hier. Normalerweise müsste ich eh in der Autobahn stehen, aber ich bin jetzt mal nicht so. Ihr dürft jetzt alle hier abbiegen. Und weil hier ja noch genug Platz ist. Nein, ich weiß jetzt schon, dass das nicht gut ankommt. So, zack. Muss nicht schön sein, aber so können die erstmal abbiegen. Und dann machen wir hier auf jeden Fall eine Vorfahrtstraße draus. Das ist die Hauptverbindungsstraße. Logisch, dass die ein bisschen überlaufen ist. Weil keiner hier die Autobahn rechts nimmt. Noch nicht. Also mir fehlt wirklich noch das Tool, dass du hier wirklich die Industrieabteilungen untereinander abstimmen kannst. Du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, du hast da keine Auffahrt. Wie lange schon nicht? So. Und jetzt halt die Klappe. Der 2 mm hier so einen Aufstand machen. Zack. Zack, zack. Natürlich bist du jetzt wieder auf 79. Und ich krieg nirgendwo mehr. Ich kann es hier zwar nochmal probieren, aber ich bezweifle, dass es was wird. Oh Mensch, ich weiß, ich krieg hier oben. Jetzt kaufe ich mir das. Das ärgert mich mit der 69. Und jetzt sitzt mehr als 69. Darauf kann ich mich verlassen. Und hier oben interessiert es keine Sau, ob ich hier noch mehr mache oder weniger.
Komm, wir hören doch jetzt die 65 klatschen. Ja. Guck, so schön. Ich würde sagen, wenn wir nichts haben. Nichts haben. Ja, aber Eisenerz und Kohle werden wir haben. Wir könnten jetzt auch noch einen Steinbruch bauen. Ich wäre aber dann für einen absolut provisorischen. Wirklich einen, da wo man sagt, der kommt garantiert nochmal weg. Da ich weiß, dass der nicht, also dass der extrem viel produziert. Und der mir erstmal wirklich egal ist. Aber das Problem ist gerade, ich muss tatsächlich eine Straße bauen. Es geht sonst nicht. Wollen wir den hier seitlich nehmen oder seitlich oder nicht? Gut. Ach, scheiß drauf. Ich nehme ihn von hier. Ich nehme ihn von hier, das hört sich auch gut an. Gut, wir nehmen den so. Den kann ich da nicht ransetzen, ne? Dann macht er nicht mit. Ich muss erst so machen. Und dann kann ich den Steinbruch hinsetzen. Zack. Reicht das so? Ja, ne? Ich hasse das, dass das automatisch festlegen will. Das ist echt eine Funktion, die mich wieder stört und richtig schön triggert. Und das triggert mich auch. Das hier hoch. Gut, zack. Ich würde sagen, das reicht für den Anfang für Steine, oder? Rechten Winkel angelegt. Ja, jetzt können wir hier noch so ein bisschen einen auf die Hose machen. Die schönen Bäume alle gepflanzt, nur für mich. Gut, alles klar. Wir haben unseren kleinen Schaufelbagger. Wir haben da Steine. Reicht aus. Klar hätten wir den auch noch höher setzen können, aber ich glaube, wir kriegen da genug Steine raus, dass das überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt. So, wie war das jetzt hier? Hey, Buddy, those sure are nice shoes. Thanks, they're Woffords. Oh, that's some fine stitching. Take them off, let me see. Well, all right. So, dann noch mal ein paar Reihenhäuser hin. Soft and strong. They fit like a glove. And they look great. Hier können wir auch noch mal wieder eine Reihe Industrie bauen. Ja, Vorbereitung ist alles. Wir haben jetzt wirklich alles drin hier. Und hier wäre echt nochmal eine große. Ich weiß, dass ich das Zeug später brauche. Ist okay, können wir mit allem arbeiten. Hauptsache, hier wird ordentlich Industrie gemacht. Brauchen wir noch eine? Na gut, eine Reihe machen wir noch, aber dann ist Schluss für heute. Na, guck mal, das war noch fast perfekt. Fast perfekt. Danke. Getreide? Nein, du nicht. Na, ich bin Rassist. Alles, was mit Chemie zu tun hat, wird erstmal etwas zurückgehalten. Und die bauen ja so. Die fressen ja wieder Industrie ohne Ende. Ist ja unglaublich, was die an Industrie fressen. Wir könnten versuchen, die alle zusammenzulegen, aber ich glaube nicht. Naja, so ist schon gut. Ja, da schon mit Öl, Nutzvieh. Ja, Fertignahrung, davon brauchen wir ganz viel. Holz. Ja, Öl haben wir noch nicht. Gut, das sind die beiden Ölabteilungen. Öl hatten wir noch nicht. Ich weiß aber nicht, wo es Öl gibt. Ja, da hinten. Ganz weit. Hier gibt es ganz viel Eisenerz und da gibt es noch ein bisschen Öl. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, man kann dann hier noch das Industriegebiet weiter ausweiten. Hier könnte der Hafen stehen. Die Autobahn nehmen wir natürlich. Ja, ich will jetzt auch nicht so viel terraformen hier. Alles so wie es ist, ist echt gut. Lassen wir alles so wie es ist. Na gut. Setzen wir hier noch die mittleren Häuserchen hin. Und dann hoffe ich, ihr habt es mir alle nicht so übel genommen, dass wir die
eine Folge verpasst haben. Es ist, wie gesagt, das Industriegebiet. Ich muss hier erstmal viel ziehen und dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt hier mit meinem Quadrat alles so hinkommt. Ich muss das alles immer so vorbereiten, sonst wird das nichts. Ja, also etwa wir machen es quadratisch oder gar nicht. Ja, wir können die Nummer dann irgendwann nochmal frei nach Schnauze machen. Dann sieht das alles immer so ein bisschen lustiger aus. Komm, da machen wir jetzt eine schöne Autobahn drauf. Peilen das Ding an. Und nehmen natürlich die falschen. Warum nehme ich nicht die Autobahn, weil ich dumm bin? Können die da schon mal abfahren. Gut. Ich bin trotzdem erstmal sehr zufrieden. Ich bin überrascht, dass ich hier so gut im Plus bin. Muss ich echt sagen. Dass ich keine Zuschüsse kriege und es trotzdem alles funktioniert, das habe ich bei meinem anderen Spiel schon noch nicht geschafft. Ja, aber die Quadrate habe ich da besser gezogen. Ja, immer auf dieselbe, immer, ich hau immer auf dieselbe Kerbe. Es ist einfach Wahnsinn. Nee, alles gut soweit. Aber mal gucken, wie lange das Kohlebergwerk da in der Mitte noch mitarbeiten da. Ich find's witzig. Tut mir leid. Naja, dann bis zum nächsten Mal.